Are you there? Ist noch irgendjemand da? Oder seid ihr alle gegangen? Ich bin wieder da. Ja, sorry. Mein Router ist gerade abgeschmiert. Schön, dass ihr da seid. Was habt ihr denn jetzt verpasst? Seit wann war denn das weg? Ich hab's erst ein bisschen später mitgekriegt. Muss den Router auch mal füttern. Ja, ja. Ärgerlich, Freunde. Ärgerlich. Aber da ist er wieder. Während der Unterhaltung mit Schattenherz. Also okay, das war dann also genau dann, wo ich es auch mitbekommen habe. Okay. Ja, also sie hat hier auf jeden Fall Probleme. Wir müssen noch mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ich warte jetzt erstmal noch mal ein paar Minuten. Wir gehen jetzt in der Stundenzeit, bevor wir weitergehen. Warten wir noch mal ganz kurz auf die Leute und noch mal ein paar wiederkommen, damit die nichts verpassen. Klüfer, du hast natürlich wieder komplett abgeschalten, weil es ist nicht Transport Fever 2. Deswegen schaltest du da auf Durchlauf. Richtig? Deswegen schalte ich ab. Ja, wenn es nicht Transport Fever 2 ist, nein, da gucke ich nicht zu. Gucke ich nicht zu. Schön, dass ihr wieder da seid, beziehungsweise dass ihr standgehalten habt und da geblieben seid. Vielen, vielen Dank. So, und dann geht's auch gleich wieder los, Freunde. So. Okay, Freunde, wir machen weiter. Also, wir haben jetzt hier hinten tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie von Belang wäre. Schade. Können wir noch ins Schaf reingucken, ne? Schicken wir ans Lager. Und die Frage ist... Rauchpulverbombe. Die ist geil. Die geben wir Astarion. Das bekommt Schattenherz. Das nehmen wir. Braucht man nicht. So. So, Freunde. Ich glaube, mit dem Dorf sind wir durch, ne? Was kam bei dem Gespräch mit Hawkeye raus? Ja, dass wir weitere... sie weiß es selber auch nicht. Tatsächlich kam kein Wurf dabei raus. Wir sollen das weiter beobachten. Sie ist sich auch nicht sicher, was passiert ist. Tatsächlich, mehr wurde nicht gesagt. Und sie will immer noch nicht so richtig rausrücken mit dem Gespräch tatsächlich. Es ist ein bisschen weird, weil eigentlich haben wir uns ja jetzt in der Zwischenzeit schon tatsächlich... Sag mal, wo war denn eigentlich die Höhle? War die... Ach, die Höhle war hier, ne? Wir müssen nochmal uns zurückpoppen. Wir wollten jetzt als nächstes erstmal zur Höhle gehen vom... Ja, wie beim Arzt. Wenn es nächste Woche nicht besser wird, kommen sie wieder. Genau. Hier müssen wir lang. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Höhle des Eulenbären und gucken, ob dort vielleicht das Jungtier ist, damit wir das jetzt bezirzen können. Irgendwo muss es ja sein. Ich möchte da keine Möglichkeit auslassen. Nee, es ist bei mir gewesen. Mein Router ist tatsächlich abgeschmiert. Passiert sehr, sehr selten. Also ich habe eine Fritzbox tatsächlich und ich muss sagen, ich bin von Fritzboxen schon überzeugt. Die machen, also die haben richtig gute Qualität. Aber ganz, ganz selten. Also es passiert immer wieder mal, dass es mal irgendwie dann abschmiert. Weil eigentlich habe ich da so einen Schutzmechanismus drin bei dem Router, dass tatsächlich dieser nicht neu startet. Also normalerweise, ihr habt das ja so, wenn ihr einen Router habt, dann erzwingt der Router den Neustart in der Regel aller 24 Stunden. Und die Fritzboxen, die sind so intelligent, die erkennen die Zeiten, wann ihr online seid und sind dann tatsächlich eigentlich auch, hier ist er nicht. Obwohl, vielleicht sehen wir ihn bloß noch nicht. Die erkennt, dass wann eure Online-Zeiten sind und der legt dann den Neustart eigentlich so, dass es nicht passiert, während man irgendwie Upload oder Download hat. Sie ist nach wie vor der Eulenbär, ne? Der Tote aber nur. Er ist leer, braucht man nicht. Okay, also hier ist er nicht. Gut. Haben wir das geklärt.
So, weiter geht's, Freunde. Ist natürlich schade. Thank you. Kira, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für 7 Monate treuen Support. Liebe geht raus, Dankeschön. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, du hast einen guten Start in den Mittwoch. Schön, dass du da bist. Und Harlik, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass auch du den Weg hierher gefunden hast. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Liebe geht raus, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Freunde, das haben wir. Dann können wir uns eigentlich jetzt auch mal weiter porten. Ich würde jetzt nicht alles laufen wollen. Wir porten uns mal ins Goblin-Lager. Denn Suche nach Nachtglied haben wir noch offen, Freunde. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Vielen, vielen Dank, Kira. Danke auch für die lieben Worte. Schön, dass du da bist. So, Freunde, ihr seht es. Wir haben hier keinen Händler mehr, weil wir eventuell ein bisschen ja, den einen oder anderen umgebracht haben. You're that true soul that's been chumming around with Minthara, aren't ya? Didn't expect to see you. Busenfreund, trifft's gut. Wo sind die anderen Goblins hin? Nicht, dass ich wüsste, dass wir sie umgebracht haben. On their way to Moonrise with her ladyship. Ah. They left me here to make sure we ain't left nothing valuable behind. There is lots, but I've got scavenger's rights, so it's all mine. Unless you're willing to trade for it. Ein Händler? Oh mein Gott, hat der viel Geld! Dimensionstür, Glyphe des Schutzes, Hast. Ich werd verrückt. Langbogen plus 1. Unsichtbares Sehen, vergrößern, mit Toten sprechen, Person festhalten. Yes, 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 yo. Jetzt können wir noch mal, Bargeld machen. Weg damit, weg damit, weg damit. Ja, den Hut werden wir nicht brauchen. Der sieht toll aus, aber der hat halt keine magischen Fähigkeiten. Hm, Gabel kann weg, das kann weg. Geil. Wir können endlich noch mal handeln, das ist ja Hammer. Das ist ja richtig geil. Hm? Ja, ja, ja. Also wir haben ja noch die Rüstungen hier. Braucht man nicht mehr. Robe des Sommers. Das könnte man sich mal noch behalten. Das Ding hier eigentlich auch nicht übel. Ah, das Idol von Selune. Wir behalten sie mal. Der verdient auch jedes Mal, wenn du schläfst, Gold. Der ist halt fleißig. Okay? Sokomaru, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. 7 Rollen der Wiederbelebung. Brauchen wir diese Stoffbären? Ich sage nein. So. Die Runen, da bin ich mir nicht sicher. Ist hier noch irgendwas, was viel wiegt? Diese beiden Seile werden wir veräußern. Da haben wir nämlich noch 5. Das werden wir mal behalten, falls das vielleicht doch nochmal jemand entziffern kann. Das kann weg. Okay. Persönlichen Berichte behalten wir. Die Sandalen können wir noch weggeben. Sehr schwere Zweihandaxt. Braucht man eigentlich nicht mehr. Können wir veräußern. So, du. Kummer, ist eine Waffe, die wir, glaube ich, nicht gebrauchen werden. Hast du einen Zweck für die Seile gefunden? Bisher noch nicht. Ich hoffe, da kommt noch was. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man damit vielleicht irgendwelche Abstiege runter kann oder sowas. Vielleicht sowas. Das ist das, was ich vermute. Aber ich habe selber noch nichts diesbezüglich gefunden. Ja, der Dolch, ne? Den Dolch werden wir mal behalten. Der wiegt halt nichts. Ich muss jetzt tatsächlich sagen,
Bei Kummer bin ich fast zu weit zu sagen, dass wir das Ding verkaufen, weil wir brauchen es eigentlich nicht. Das Medaillon, das können wir mal noch aufheben. Das wiegt ja auch nichts. Die Silberbahn. Würde ich mal aufheben. Vielleicht können wir daraus noch was machen. Metallhandschuhe. Die Gittrüstung kann weg. Das geht ja jetzt erst richtig los, das Verkaufen, Freunde. Der ganze Schrott hier noch. Boah. Wir müssen auf jeden Fall was kaufen, Freunde. Oh mein Gott, haben wir viel Geld gemacht. Oh mein Gott! Ah, wartet. Einen der Hammer müssen wir behalten. Damit wir in der Lage sind, weitere Mauern zu zerstören. Das ist wichtig. So, 800 Gold nochmal, Freunde. Da können wir auch nochmal kräftig einkaufen. Also, wir wollen diese Dimensionstür haben. Glyphe des Schutzes, da bin ich mir fast gar nicht sicher, ob wir das schon einmal haben. Das wollen wir. Hier gibt es noch ein Großschwert. Hier gibt es eine Kampfaxt. Großer Knüppel, Langbogen plus 1. Den könnte man sich noch holen, Freunde. Unsichtbares Sehen kaufen wir. Vergrößern, ja. Nehmen wir auch mal mit. So, seht ihr? Und dann sind wir hier nämlich schon wieder fast plus minus 0. Ich glaube, von den Artefakten braucht man nichts. Glyphe des Schutzes, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir die tatsächlich haben. Schutz vor Energiehammer. Aber nice. Wir haben wieder einige neue Sachen. Immer noch nicht lernen. Hast? Ey, es ist so krass, wie viele Zauber hier noch kommen, ne? Und dann ziehen wir mal noch das ganze Geld zusammen. 1700, Freunde. Also wenn ich hier kein Genie bin, was das betrifft, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Sehr gut. Und wir haben wieder richtig kräftig Platz, Freunde. Oh, ist das gut. Ist das gut. Das ist es mir wert. Also wir haben doch noch einen Händler. Das ist geil. Die Frage ist, der ist jetzt wieder weg, ne? Der ist jetzt gegangen. Sehr schön. Also jetzt gehen wir mal rein, weil wir wissen, dass wir hier drinnen irgendwo den Zugang bekommen für... Es sind hier doch noch Leute da. Ich höre die Trommeln. Okay, jetzt sind die Trommeln verstummt. Freunde, ist dieser Halborg, dieser Hobgoblin, ist Hoborg oder wie man es auch immer schimpft, ist der noch da? Und wartet mal, hier sind doch die Leute gewesen. Hier waren da auch noch welche. Schriftrolle wiederbeleben. Hier ist niemand mehr. Das können wir jetzt mitnehmen. Ja, den Rest lassen wir mal liegen. Den brauchen wir aktuell nicht. Jetzt gehen wir hier einfach mal rein. Das ist ja die Tür, die uns erst verwehrt geblieben ist. Okay, Objekte bewegen.
Keiner gesehen. Lag das jetzt daran, weil wir mit der Fackel reingegangen sind? Oder woran lag das jetzt? Oh mein Gott. Wir gehen da doch mal hin. Will er jetzt dafür nicht Sinn, dass jetzt eine Schriftrolle verbrauchen? Weil da müssten wir auch wieder rasten danach. Hä? Lag das jetzt an der Fackel, Freunde? Ja, Feuerfässer, das habe ich gesehen. Wir gehen da nochmal hin. Also wir können dort irgendwas machen. Das habe ich erkannt. Die Frage ist nur, was? Wahrscheinlich haben wir deswegen hier eine Rolle der Wiederbelebung, oder was? Also anscheinend, wer Böses denkt, ne? Okay, da ist die Truhe. Hier ist halt irgendwas angezeichnet. Wahrscheinlich können wir hier irgendwas drücken. Die Frage ist, ob wir jetzt hier nicht einfach mal was reinschießen. Mit Astarion. Kommt mal alle weg da von der Tür. So. Alter, krass, was? What? Willst du mich verarschen? Ey, wie viel? Was? Wow! Ey, guck mal, bis wohin das ging. What? Ja, ja, beruhig dich. Beruhig dich, mein Kleiner. Wir haben tatsächlich echt Schaden genommen dadurch noch. Das ist ja heftig. What the fuck? Floridus, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Liebe geht raus, herzlich willkommen, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, du hast einen guten Start in diesem Tag. Und vielen, vielen Dank für dein Abo mit Prime im 13. Monat. Liebe geht raus. Geiler Support. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh Gott, da ist immer noch so ein Fass. Eins ist nicht explodiert. Mhm. Okay, das ist schwer. 18, das scheint was zu verstecken. Ja? Easy. Okay, da sage ich nicht nein. Pfeil des Eises, Säure. Boah, die nehmen wir mal mit. Das braucht man nicht. Aber wir wissen, dass ein starker Charakter nicht eventuell diese Fässer, diese Dinger hier mal. Hier ist aber nichts. Ah, warte mal. Kann man irgendwie auf die Dinger drauflaufen, dass ich nicht loote? Ah ja. Pass mal auf. Das kriegen wir hin. Die Frage ist, ob das ein Bereich ist, in dem wir noch nicht waren. That's the question. Also wir können was bauen. Ach nee, guck mal, da ist auch noch was. Das ist die Feldspalte. Die haben wir gestern gesehen, Freunde. Das wäre der andere Weg gewesen. Das heißt, wir waren hier drüben auch schon. Passt. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Interessant. Das war der Bereich, wo wir die Spinnen gesehen hatten, wo wir, nachdem wir aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Genau, und hier sehen wir, genau, hier sehen wir bloß das. Ja, 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 ja. Passt. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Genau, hier hätten wir bloß das gesehen. Alles klar. Ey, wie kommt man durch den Felsspalten? Da kannst du durchkommen, entweder bist du kleinwüchsig von Haus aus, dann kannst du durch viele Sachen durchschlüpfen, das heißt, wenn du ein Gnomen bist oder ähnliches oder ein Zwerg, und dann hast du aber immer noch den Zauberspruch, sich verkleinern, da gibt es auch einen Zaubertrank von, auch das kannst du machen, und dann bist du quasi klein genug, um da durchzukommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie du da durchgehen kannst. Hier waren wir ja schon, ne? Hier haben wir eigentlich alles gemacht.
Genau, Polmer hat man besiegt. Also man kann immer gucken, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Sachen begehst und wie du an Sachen rankommst. Dieses Spiel hält beinahe unendlich viele Möglichkeiten bereit. Also das ist wirklich krass. Wir müssen da jetzt nicht durch, weil ich glaube, das ist der Durchgang. Was habe ich nicht? Den Trank, also den Zauberspruch habe ich, glaube ich, den müsste ich haben. So, warte mal, wir müssen doch da rein. Suche das Nachtlied, das war richtig. Wir müssen doch da rein. Ja, war doch richtig. Ich hätte mal einen Blick auf die Minimap machen sollen. So, hier müssen wir rein. Wo geht's denn hier weiter? Suche das Nachtlied. Hier geht's dann doch runter. Okay. Haben wir letztes Mal hier was übersehen, Freunde? Ja, Hammer. Man hätte auch einfach mal den Gang hier gehen können. Den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Es ist so krass, ne? Manchmal dreht man die Kamera nicht und du findest einfach die offensichtlichsten... Die offensichtlichsten Sachen nicht. Es ist so abgefahren, Freunde. Den Durchgang habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Nehme an, du meintest das, Timur. Timur, das ist eigentlich, habe ich das schon mal erwähnt? Es ist eigentlich ganz lustig. Dein Name, Timur. Ich hatte mal in DSA, hatte ich mal einen Tutzak-Magier, der hieß Timur von Tutzak tatsächlich. Falls jemand das schwarze Auge Pen and Paper mal gespielt hat. Eine ganz elitäre Akademie. Eine ganz elitäre Magierakademie. In der Geschichte. Okay, Zwergengedicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht schon nach einem Rätsel aus hier. Das könnte ein Rätsel sein, Freunde. Wir machen erstmal die Lichter an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert, wenn meine Gefährten da drüber hampeln, aber erstmal nichts. Gut. Okay. Hier ist nichts. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Machen hier immer mal ein bisschen Licht. Der ist kaputt. Der ist. Ach, scheiße, wir können die ganze Zeit. Was haben wir denn jetzt wahrgenommen? Ja, Schattenherz hat den Wurf, also das ist Schwierigkeits 15 gewesen. Das muss irgendwas Interessantes sein. Aber was haben wir jetzt gerade wahrgenommen? Ich check's nicht. Es leuchtet nichts auf. Muss hier irgendwas hier in der Ecke sein. Ich hab mir auch bei alles Geld gekauft, bin gerade erst bei der Abschlussstelle und Level 2. Kann man beliebig viele Begleiter haben? Nee, du kannst maximal 4 in der Gruppe haben, aber du kannst natürlich mehr Begleiter haben, die dann im Lager warten. Jakob, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hergefunden hast. Du musst das Rätsel nicht lesen, du kannst auch einfach die Schloss... Ja, wie gesagt, da mal bitte nichts verraten. Ich habe ja das Schloss noch mal gar nicht gefunden, ne? Ist das hier hin? Also ich check's gerade noch nicht, auf was der Wahrnehmungswurf war. Ist hier hinten irgendwas gewesen? Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was für ein Schloss tatsächlich. Ah, das war das, was du gewürfelt hast. Okay. Frage ist, müssen die Dinger drin oder draußen sein? So, das ist draußen, das ist draußen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was sein kann. Jetzt wäre das halt hier alles zusammen.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass alles halt, alles Leere in einer Platte sein muss. Das wäre noch eine Möglichkeit. Mal nicht. Wahrscheinlich dann hier jeweils immer eins früh drin. Oh, warte mal, geht mal alle weg. Speak. Oh, ja, ja, ja. Kann ich jetzt nicht einfach mal? Wir können es nochmal probieren. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht mit dir reden, ne? Das ist jetzt wieder ein bisschen hier fehlgelaufen. Dann probieren wir es gleich nochmal. Er hat wieder nicht gehört. Ich wollte jetzt irgendwie das Gespräch gerade nicht beenden. Deswegen, sorry. Ja. Nein, 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 nein! Oh, Mann, was hab ich... Practical choice. Kann ich jetzt nicht einfach das Gespräch mit dir beenden? Wieso geht denn das nicht? If you must know, Vlakith requires. Ich will da gerade was ganz anderes machen, Mensch. I can't count how many bruises I've inflicted. Müssen wir uns das wieder an. Can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. Eigentlich ganz lustig, ne? Ich kenne nur Blutrot und Todschwarz. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Danke. Ist ja lebensgefährlich, wenn man sich hier verklickt. So, jetzt kommt mal alle her. So, jetzt kommst du wieder her. Der Rest bleibt jetzt hier mal stehen. Will hier mal Ruhe haben. So, hier hinten geht's weiter. Ah. Hier hinten geht's weiter. Dafür ist es. So, also passt auf. Die Möglichkeit, die ich sehe, entweder müssen hier alle vier oder muss in jeder Platte... Es muss in jeder Platte eins der Dinger sein. Ach, warte mal, nee, das wird angeleuchtet. Das wird angeleuchtet. Müssen hier vielleicht alle Leeren drin sein? Das wäre noch eine Idee. Wartet mal. Lego-Schipper, hallöchen, schön, dass du da bist. So, warte mal. Ja? Du bist hier und das Ding bringen wir von hier drüben ran. Kann ja nicht so schwer sein. So, jetzt drehen wir das Ding noch. Weil das Ding wird ja angeleuchtet. So, und jetzt? Easy. Easy, Freunde. Man muss nur wissen, wie. Ich habe das mit dem Licht nicht gleich gescheckt, ne? Ich hatte die Idee, war ja schon da, mit alles zusammensetzen. Ich hatte es nur auf der falschen Seite, weil ich das Licht nicht gleich gescheckt habe. Aber wenn man sich das dann mal mit... manchmal muss man halt vom Blick her, ne? Wenn man solche Rätsel hat in so Rollenspielen, muss man manchmal den Blick einfach mal so ein Stück zurücknehmen, damit man überhaupt alles wahrnimmt. Das ist ganz oft so bei mir, dass ich dann tatsächlich manchmal nicht alles wahrnehme. Und dann fehlen halt so ganz essentielle Geschichten, ne? Geil. Ach du Scheiße. Wie tief willst du gehen? Überlege ich gerade loszulassen, damit es schneller geht? Habt ihr gesehen, wie er zittert? Ich würde auch so zittern. Meine Güte. Wir sind da. Wow.
Was wird hier... Easy. Oh, krass, 20. Warte mal. Abbrechen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die anderen Handschuhe einzunehmen. Die brauchen wir jetzt hierfür. Klatschen wir hier alles rein, was machen wir? Kritischer Erfolg. Es ist nicht so, dass ich mich beschwere, ne? So ist es nicht. Okay. Das könnte reichen. Ja. Ja, das reicht dicke. Er ist halt wirklich krass insane gut darin, ne? Yes! Helm des Niederstreckens, mittlere Rüstung, stärkendes Niederstrecken. Wenn du mit einem Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du temporäre 3 Punkte höher eines Charisma-Modifikators. Aha. Der Modifikator bei Charisma sollte bei unserem Haupthelden... Ja, das wäre halt bei der Donnerwoge, wäre das halt ganz geil, ne? Mittlere Rüstung haben wir aber nicht. Aber zählt unter Zauber auch so Angriffe, wäre halt jetzt die Frage, ne? Finde ich jetzt gar nicht so gut, das Ding. Also, sie kann das hier kriegen... Geil. Ey, geil. Es ist alles so krass. Versteckt Heiltrank, Gegengift. Okay. Ey, das muss größer sein, Freunde. Hier unten ist sogar ein alter Siegelkreis. Krasse Scheiße. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Jakob, nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Liebe geht raus. Herzlich willkommen. Danke. So, wir entschärfen erstmal. Ey, hier müssen krasse Sachen drin sein. Das wird auf jeden Fall immer schwieriger. Ja. Also gut auf jeden Fall, dass wir die Handschuhe der Macht aufgehoben haben, damit wir die Fingerfertigkeit plus 1 bekommen. Und öffnen müssen wir es auch noch, ne? Auch wieder eine 15. Easy. Trank des glorreichen Sprungs. Trink dies, um deine Sprungreichweite zu verdreifachen. Ah. Und wisst ihr, was mir das sagt, dass wir diesen Trank gefunden haben? Das sagt mir auch, dass wir das wahrscheinlich brauchen werden hier. Es sagt mir, dass wir das wahrscheinlich brauchen werden. Was ist das? Okay, nix. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ich meine, ich bleibe jetzt mit Absicht mit den anderen stehen, weil ich nämlich ein bisschen Angst habe, dass ich hier wieder mit der Fackel irgendetwas in Brand stecke. Okay, hier scheint aber wirklich nichts zu sein. Ein Hammer. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten? Oh mein Gott. So. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. My, my, what manner of place is this? What there? A path to redemption? Or
a road to damnation. Hard to say. Okay. For your journey is just beginning. What would suit the occasion? Raphael. The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Wer ist das? Well met, I am Raphael. Aha. Steht zu euren Diensten. Ist das vielleicht der Bewahrer dieser ganzen Sache hier? Raphael, ein Gefährlicher. Raphael, ein gefährlicher Name. Einen wunderschönen guten Morgen, Raphael. Schön, dass du da bist. Liebe geht raus. Was? Ein Schelm, wer Böses denkt, dass wir Raphael gerade in-game gefunden haben und du im Chat erscheinst. Was hat das wohl zu bedeuten? Schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Ich heiße Raphael. Steht zu euren Diensten. Ja, freut mich. Es freut uns erstmal. Er ist ja erstmal ganz nett, aber der wirkt ein bisschen suspekt. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Siehst du, Hallöchen, schön, dass du da bist. Lebe geht raus, herzlich willkommen. Hä? Ich muss mal ganz kurz die Nase putzen, Freunde. There, middle of somewhere. Oh, hä? Die Musik. Sind wir bei Graf Dracula angekommen? Ist das ein Vampir? Nettes Dekor? The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy yourself. Weil wir sind allein hier, ne? After all, it might just be your last. Gruppe ist nicht dabei, ne? Ihn ignorieren und deinen Teller beladen. Er ist auf jeden Fall was, also es ist ganz offensichtlich, dass es was Bösartiges ist. Was sehr Bösartiges, ne? Also es scheint ja hier, ja, ein Teller beladen. Ja. Wartet mal noch. Wie kommt ihr darauf? Wir gehen den direkteren Weg. Führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Okay. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior. That's for certain. Boah, das ist so gut gesprochen, ne? Eigentlich hat er mich ja. Oh, Freunde, jetzt passt auf. Bevor wir jetzt hier irgendwas weiterklicken, kurzes Brainstorm wieder, ja? Falls jemand was weiß, was hier passieren kann, bitte nicht spoilern. Ich habe jetzt hier schon wieder Folgen überlegen, Freunde. Ich denke hier die ganze Zeit an die Mehrung unserer, meiner Macht. Und jetzt bin ich natürlich schon wieder, wenn wir ihn besiegen, der hat sicherlich unglaubliche Schätze. Wir stehen aber, glaube ich, ganz allein hier, weil ich glaube, die anderen sind nicht dabei. Also allein werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Kann der uns hier vielleicht... Also der will uns, der will ja irgendwas von uns. Können wir hier vielleicht irgendwie was für uns rausschlagen? Das ist die ganze Zeit, was mir so schon durch den Kopf geht. Also weil er sagt die ganze Zeit, wir müssen gerettet werden, ob er will uns helfen, vermutlich. Oder vielleicht hat er ja erst gesagt, ne? Oh. Warum glaubt ihr, dass ich gerettet werden muss? Warum wollt ihr mir helfen? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. Glaubst ja selber nicht. In dire need. One skull, two tenants, and no solution. Ein Schädel, zwei Bohr. Ah, es geht wieder I um die. I could fix it all like that. Aha.
Ja, toll, jetzt ist es tatsächlich schon so, ne? Also ich frage mich jetzt gerade, Freunde, ich frage mich jetzt gerade, was passiert, wenn wir jetzt sagen, dass wir die Larven loswerden. Dann verlieren wir ja auch die Möglichkeiten, die wir dadurch bekommen haben. Ja? Ich habe mich jetzt gerade angefreundet mit den Larvenfähigkeiten. Keine Ahnung, Freunde. Also ja, ich würde wahrscheinlich auch zu viert tendieren, ne? Wir lassen es mal nur im Chat. Ich will mal eine Tendenz sehen, wie ihr darüber nachdenkt. Wie ihr das finden würdet oder was, an was ihr jetzt denkt. Also, weil ich bin tatsächlich selbst hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite, ja, wir könnten die Larven verlieren. Ich will sie doch, glaube ich, gar nicht mehr verlieren. Die Sachen sind unglaublich mächtig. Also genau, der soll mal lieber noch welche rausrücken von den Larven. Das sehe ich nämlich genauso. Die Option fehlt hier, ja? Ich will mal, muss mal wissen, wie ihr, wo ihr euch hin entscheiden würdet. Das würde mich einfach mal interessieren. Das würde ich jetzt, je nachdem, was passiert, nicht für bare Münze nehmen. Also nicht unbedingt dann auch einlocken. Aber ich will mal wissen, wo ihr hin tendieren würdet, Freunde, ja? Und gegebenenfalls dann auch, falls es das ist, wo ich auch so hin tendiere, dann wahrscheinlich auch genauso entscheiden. Weil ich glaube, es wirkt auf mich gerade wie so ein Point of No Return tatsächlich, was hier passieren kann. Ja, ne? Das würde ich tatsächlich auch mal probieren. 40% haben sich dafür entschieden, dann heilt mich oder sterbt durch meine Hand. Wir probieren es mal. Ich möchte aber jetzt erstmal nur wissen, unter Vorbehalt, Freunde. Das kann sein, dass wir gleich nochmal laden, falls jetzt hier irgendwas passiert, was jetzt irgendwie das ganze Roleplay, was unsere Verderbnis betrifft, irgendwie kaputt macht oder so. Ne? Yes. I like it when my clients put up a fight. Only to realize victory was never an option. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Boah, ist der gut gemacht, Mann. Ey, der ist richtig gut gemacht, ne? Also es ist halt wirklich so eine dekadente von oben herab Bösartigkeit. Das ist ja richtig gut gemacht. Wow. Und wenn ich den Pakt eingehen möchte, wo würde ich euch finden? Also das ist schon mal wichtig. Wir müssen rausfinden, wo wir den finden. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet. Ja, sind alle gut gemacht, aber der sticht jetzt gerade wieder so ein Stück raus. One might say, you're a paragon of luck. I'll be there, when it runs out. Okay, krass, jetzt ist das Gespräch. Ist auf jeden Fall, danke nochmal für die Abstimmung gerade. Ich glaube, das ist genau so, wie wir es am Ende auch wollten, dass wir erstmal in Gedanken und im Handeln frei sind. Danke. Passt so. Wir machen erstmal weiter. Ich habe gespeichert. Wir entflammen hier mal. Dann schauen wir uns hier erstmal noch Wegpunkt entdeckt. Genau. Okay, crazy. Ein Heiltrank. Eine Fackel. Verglichenes Logbuch. Wir schauen mal rein. Logbuch. Anzeichen von Leben in der Nähe des Außenposten. Intelligent. Versucht offenbar, sich zu verbergen. Findet die mysteriösen Gestalten immer noch nicht. Sie wissen, ihre Spuren zu verbergen. Möglicherweise Draw. Die nächsten Beiträge sind zu verblasst, um sie zu erkennen. Habe sie nach Süden geführt. Gerüchten zufolge gibt es dort einen Betrachter. Moment mal. Betrachter, ist das nicht die deutsche Übersetzung für, ach mein Güte, wie heißen die Dinger mit den vielen Augen, Alter?
Ist das das? Sind das nicht Betrachter? Ach du meine... Beholder, das sind die doch, Lyanna, oder? Ach du meine Güte! Ah! Da fällt mir gerade was ein! Wenn der kommen sollte, wir haben... Freunde, da, wartet ab. Da müssen wir gleich nochmal im Inventar gucken. Gegen den haben wir sogar was gefunden. Ein Trank oder ein Zauber oder irgendwas. Da gab es irgendetwas, wo wir den Beholder beträchtlich schwächen können. Da haben wir irgendwas gefunden. Da müsste man nochmal gucken. Irgendein Item oder irgendetwas haben wir da. Ja, krass. Das, also, es wird auf jeden Fall sowas erwähnt. Nichts entdeckt. Mythe hat im Süden Statuen in Form von Draw gesehen. Sollte ein Betrachter nicht machen. Jedenfalls ein Problem weniger. Okay, wir haben hier drüben noch ein zweites Logbuch, Freunde. Oh Gott. Wo sind denn wir hier gelandet? Ich dachte, das wird hier mal so schnell nebenbei, aber es... okay. Ich habe mich getäuscht. Hatte den Sichtungen der Dwar mehr Beachtung schenken sollen. Hätte wissen müssen, dass sie nur die Vorboten waren. Dumm zu glauben, wir hätten sie übertölpelt. Dies ist mein letzter Eintrag. Von nun an führt Mythe das Logbuch. Okay, das war das andere. Schauen uns hier erstmal noch ein bisschen um. Bei den Geräuschen bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das unser Begleiter ist. Zweihandhammer. Na, okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ist das... Wo sind wir hier gelandet, ey? Wie riesig das ist. Und wie wunder, wunder... Boah. Okay, versteinerter Dwar... Versteinerter Dwar, Freunde! Wir haben dieses Basiliskenöl. Hier sind überall Versteinerte. Oh mein Gott, Freunde! Jetzt fällt mir wieder ein, was ich heute schon zu Beginn des Streams gesagt habe, was wir eigentlich mal machen wollten. Jetzt fällt es mir gerade... Wo sind wir? Hier. Ich wollte mit euch mal die Alchemie durchprobieren. Alchemie. So. So, wir können hier noch ein paar Suspensionen herstellen. Aber wir haben noch nicht wirklich was, ne? Ja, wartet mal, was brauchen wir denn eigentlich aus den Tränken? Ja, stimmt, da brauchen wir schon diese Suspension, ne? Schon richtig, dass wir das erstmal alles weiterverarbeiten. Ja, Wermut haben wir halt schon übelst viel gefunden. Dann machen wir erstmal 5, 6. Belladonna. So, hier können wir, guck mal, hier geht es nämlich schon los. Wir haben schon ein paar Sachen. Also wir können Elixier der Resistenz, Resistenzfeuer, grenzenloser Fokus. Und wir haben jetzt die Tränke, die wir herstellen können, könnten wir, seht ihr, wir können nämlich ein paar Heiltränke herstellen, geil. Federfall könnte uns noch nützlich sein. Gedankenleser haben wir einen Trank. Glorreicher Sprung können wir nämlich auch herstellen. Nice! Sehr geil!
Okay, wir können noch hier hochgehen. Wir gehen mal hier hoch. Ich speichere mal kurz ab. Wir haben ja jetzt gesehen, was hier passiert. Ich habe nämlich Angst, dass ich, wenn ich mit der Fackel hier... Naja, gut. Zerfledderte Notizen. Lesen. Dieser Ort ist finster, aber das Licht der Dame leuchtet hell. Gerade als die Draw um mein Haar durchgebrochen wären, versammelte Yarus die letzten Eingeweihten zum Ansturm. Einen Moment lang erstrahlte die Höhle im Glanz von Selunes Licht. Ich wäre zu gerne mit ihm gekommen. Wunde hin oder her, aber Yarus bat mich, das Tor bis zu seiner Rückkehr zu halten. Ich soll außerdem Aufzeichnungen machen, daher lasse ich etwas Platz frei, um von meinem Sieg zu berichten. Es ist Tage, Stunden her, dass wir den Tunnel zum Einsturz gebracht haben. Sie sollten nach der Schlacht zurückkehren. Alleine kann ich nicht mehr hier herausgraben. Meine Augen gewöhnen sich nicht an die Dunkelheit. Aber ich kann hören, wie sie die Toten plündern. Es tut mir leid. Ich habe die Totenriten noch nicht gelernt. Aber ich werde das Tor halten. Das verspreche ich. Okay, hier bekommen wir den Schlüssel. Alles nehmen. Ja. Schwere Armbrust. Die packen wir uns mal ein. Nice. Dann gehen wir hier wieder runter. Also was mich jetzt gerade ein bisschen verunsichert ist, müssen wir mit dieser Statue hier irgendwas machen? Achso, hier ist ein Fass. Müssen wir das vielleicht sprengen? Wartet mal. Wir müssen ja sicherlich diesen Schutzmechanismus brechen, ansonsten kriegen wir ja wahrscheinlich hier auch aufs Maul. Da haben wir ja nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Da ist nichts passiert. Okay. Dann machen wir mal auf hier, ne? Achso, war das der falsche Charakter, Freunde? It's the wrong Charakter. Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem Schlüssel das jetzt hier aufbekommen, aber okay. Es kann sein, dass wir jetzt gleich sterben. Es ist doch wieder so ein Rätsel, ne? Also das kann nicht richtig sein. Wir müssen diesen Schlüssel... Ach, wartet mal. Mir fällt da gerade noch was ein. Mir fällt da gerade noch was ein, Freunde. Und zwar, bevor wir da runtergehen, wir hatten da noch so eine Wand, wo so ein paar... wo so ein paar Augen waren. Vielleicht können wir da tatsächlich was machen. Und zwar gleich hier um die Ecke. Hier. Nee. Nee, hier war es nicht. Es war oben, ne? Hier oben. Wir alle hier reingehen? Ne, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Ich will erstmal alles erkunden. Nee, aber hier ist es nicht. Also es muss irgendwas hiermit zu tun haben, Freunde.
Also ich könnte mir vor... Ich habe, glaube ich... Also das hängt mit diesem Leuchten zusammen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar... Werden wir jetzt hier alle Dinger hier vorne hinstellen. Alle Fässer. Und versuchen, das Ding zu sprengen. That's the plan. Aber ich kann mit dem ansonsten nicht interagieren. Mit diesem... Es muss ja hiermit irgendwas zu tun haben. Ach, guck mal an. Ich kann auch ein Fass hier hinstellen. Da ist noch ein Fass. Das wird ein mächtiges Feuerwerk, Freunde. Ich habe eine Idee. Ich sag, jetzt denke ich, er hat eine tolle Rätsellösung, aber ich spreng's einfach. Naja, das ist doch die Lösung. Das ist doch die Lösung. Das Rätselslösung, vertraut mir. Bin sicher, dass das das ist. Und wenn nicht, können wir es immer noch mal probieren. So. Spreng mal alles in die Luft, ja. Das ist es schon mal nicht. Spreng, das ist doch Zwergen-AP, richtig. Es ist ziemlich stabil gebaut, Freunde. Wir müssen uns weiter umschauen. Also warte mal, der hat gesagt, der will das hier... Hier sind noch irgendwelche Sachen, ne. Hätten wir die Dinger hier draußen sprengen können? Was sehen wir denn hier draußen? Kommen wir hier draußen? Achso, wir könnten auch einfach... Achso, wir können wahrscheinlich einfach hier runterspringen. Wir könnten wahrscheinlich hier hingehen, hier runterspringen. Hier runterspringen. Aber dann kommen wir ja trotzdem nicht zurück. Ach, guck mal, hier ist offen. Hier ist offen, hier kommen wir runter. Wir können hier lang gehen. Hier runter. Und würden hier runterkommen. Das würde gehen. Ja. Also das würde schon mal klappen, Freunde. Ist wahrscheinlich die Alternative, ne? Also weil hier durchkommt, tun wir nicht. Also auch wenn ich da gesehen habe, da war eine Schriftrolle drin. Das reizt mich schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich von der anderen Richtung dann im späteren Spielverlauf es schaffen, das hier irgendwie zu deaktivieren, damit wir wieder zurückkommen. Beziehungsweise kommt man vielleicht auch hier wieder reingesprungen. Also ich vermute, dass es das ist. Es war ja trotzdem ein schöner Versuch, das Ganze zu sprengen. Ah. Dann gehen wir halt hier runter. Habe ich wirklich nicht gleich gesehen. Sprengen ist nicht ganz falsch. Ja, man kann ihn sicherlich unterbrechen. Ich sehe es. Ich sehe wieder was. Wartet. Ich habe wieder was gesehen. Kann man so blind sein? Ach so. Ist der Hebel hierfür? Das Zeug fließt hier rein. Guck mal, es kommt hier vorne wieder raus. So. Es kommt aus diesen Löchern. Und jetzt habe ich natürlich hier alles zerstört. Wahrscheinlich kann man hier einfach was vor die Löcher stellen. Indem man hier einfach hochbaut.
die Sachen hier hochbaut und einfach was vor die Löcher stellt. Das könnte ich mir noch. Freunde, das probieren wir jetzt mal. Ich stehe auf solche Rätsel. Pass mal auf, dass wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Mit Kaugummi zukleben. So, von oben was runterlassen. Das ist auch noch eine Idee. Jetzt haben wir hier natürlich übelst viel zerstört durch die Fässer, ne? So, die Frage ist, kriege ich das Ding hier noch hochkant hingestellt? Das wäre natürlich platztechnisch, um in die Höhe zu bauen. Müssen wir anders rumstellen. Hier ran? Nee. Nee, also das Ding hier vorne kriegen wir nicht kaputt. Das haben wir jetzt schon probiert zu sprengen. Da ist alles kaputt gegangen. Hier, das... Warte mal, was ist denn das? Achso, das ist einfach nur so eine Puppe, ne? Ja, ja. Was damit zu tun? Leichter Hammer. Ziel draufschlage. Wir probieren es nochmal. Kriegen wir diese Dinger hier geschoben? Also wir kriegen es nicht hoch genug gebaut, das ist das Problem. Kommen ja auch nicht, also es hat das was damit zu tun, ist die Frage, ne? Also wir kommen ja nicht hoch genug, das ist das Problem. Wir gehen nochmal oben gucken. Mitraten dürft ihr, nur nicht spoilern. Frauenarzt, Hallöchen, schön, dass du da bist. Moin an alle. Kann man eigentlich, wenn man in Baldur's Gate 3 ist, nochmal zurück zu der Karte aus, also Akt 3, zurück in Akt 1 oder 2? Das weiß ich nicht. Wir sind halt tatsächlich noch in Akt 1, deswegen kann ich dir diese Frage leider nicht beantworten. Jetzt sind wir hier oben. Hier oben ist nichts. Ist hier draußen irgendwas? Nee. Also hier draußen ist es nicht. Also irgendwas übersehe ich doch hier, oder? Also ich habe jetzt, also die Idee, das mit dem hochmachen, dass wir hier was da vorstellen, das könnte funktionieren. Das Problem ist, ich kriege hier nichts mehr hin. Ich glaube, oder wartet mal, wenn wir die Kisten, wenn wir nur Kisten nehmen. Probieren es einfach mal. Komm, auf einer Seite, wir holen mal alles ran hier. Wir machen es mal nur mit Kisten. Ja, wir nehmen jetzt die eine Kiste jetzt hier wieder runter.
So. Du kommst hier hin. Dann die zweite große... Nicht genügend Platz, sagt er da. Nee, das ist es schon mal nicht. Kommen wir jetzt aber bis hier hoch. Mal gucken, ob wir jetzt hier oben was machen können. Jetzt ist das weg. Werden sie mir nicht mehr angezeigt? Achso, die sind nur draußen. Nee. Die waren doch auch von drinnen zu sehen. Hä? Wo sind denn die jetzt hin? Sehe ich die jetzt nicht, weil wir... Achso, weil ich die falsche Höhe habe, ne? Mark die Fan, ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist und den Weg hierher gefunden hast. Herzlich willkommen. Habe ich schon mehrmals probiert. Man könnte es nochmal mit dem Hammer probieren, Freunde. Wir haben noch extra... Also vielleicht ist es wieder die falsche Schadensart. Das haben wir noch nicht probiert. Nee. Das hat halt auch keine Lebensenergieanzeige, ne? Also wir kommen außenrum lang. Das würde gehen, ne? Ganz oben den Kristall. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der hat eine Lebensenergieanzeige, das gerade geht. Schön, dass du da bist, der Oh. Und vielen, vielen Dank für 8 Monate treuen Support. Liebe geht raus. Dankeschön. Ja, gut. Don't touch me. Wir speichern mal ab. Schnell speichern. Das ist natürlich... Ignis. Nun, gut. Den Turm, den ich hier gebaut habe, der ist trotzdem nicht schlecht, Freunde. Den gucken wir uns noch mal an. Der ist eines wahres Nekromanten würdig. Jetzt mal ohne Mist, dass es so einfach ist. Also, sorry. Jetzt mal ganz ehrlich. Boah, ist das simpel, ne? Ich hab's echt nicht... Freunde, ich muss aber ehrlich gestehen, das ist mit der Kameraführung, ne? Ich glaube, darauf haben die auch tatsächlich so ein bisschen spekuliert, ja? Dass man das nicht immer alles gleich sieht, ne? Also, dass man halt wirklich so ganz weit rauszoomen muss und sowas. Und wenn du dann einmal so in der Kameraperspektive so ein bisschen festgefahren bist, dann siehst du es halt wirklich nicht, ne? Ja, aber es ist so simpel, ne? Es ist so simpel. That's cute. Den Minion können wir alleine nicht durchlassen, ne? Das geht nicht, ne? Scheiße. Da wäre ich jetzt gerne reingegangen. Alchemistenfeuer. Sind wir wieder bei der Explosion, ja? Bei Baldur's Gate 3, ey Schwaba, richtig. Bei Baldur's Gate 3 ist wieder nur die Frage, ob man den Mondstein nicht an einer anderen Stelle wieder braucht. Richtig. Wahrscheinlich hätten wir ihn vielleicht sogar... Oh, Freunde, wisst ihr was? Wir hätten den wahrscheinlich einsammeln. Wisst ihr, woran ich jetzt gar nicht gedacht habe? Wir hätten den da vielleicht versuchen können, einfach aus der Fassung rauszunehmen. Mit der Geisterhand.
Du könntest recht haben. Ich meine, das Ding ist ja nicht umsonst hier, ja? Vielleicht hätten wir am Ende dann, vielleicht müssen wir hier, also... Oh. Also, vielleicht kommt es zu hoch, okay. Fassungslos machen, ja, ja. Boah, krass, ja, das ist echt noch so mal so eine Überlegung, ne? Lass nur um Turm. Ja, wir hätten mit dem Turm hochklettern können. Ja, jetzt machen wir nicht nochmal neu. Es ist jetzt passiert, ist passiert, Freunde. Das könnt ihr in eurem Run probieren. Ey, das ist so... Es ist insane, ne? Was man, auf was für Ideen man alles kommt, oder? Ey, ist richtig gut. Also, Freunde, vielleicht... wie gesagt, Freunde, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Follow da. Und noch viel wichtiger eigentlich fast. Also mindestens genau... Nicht wichtiger, aber mindestens genauso wichtig. Ja? Joint auch den Discord, Freunde. Wir haben einen eigenen Bereich für Baldur's Gate 3, wo wir uns auch ein bisschen austauschen können. Also darüber können wir nochmal philosophieren. Freunde, darüber können wir nochmal philosophieren. Vielleicht weiß es irgendwann mal jemand und kann es dann gerne schreiben. Es kam mir immer eitel vor, zu glauben, meine Taten seien eines persönlichen Berichts würdig. Aber wenn ich die Drawmassen vor den Toren sehe, dann wird mir klar, dass meine Arroganz bereits einen viel höheren Preis hat. Ich sehe keinen Schaden darin, die Waagschale noch ein wenig mehr zu neigen. Nicht für mich, sondern für jene, die mir in die Dunkelheit gefolgt sind. Sie haben es verdient, dass man sich an sie erinnert. Eingeweihter Norn Remis, gefallen in den tiefen Tunneln, als wir vor den Drohnen zurückzogen. Eingeweihter Tulk von der Nordöde, von einem Feuer getroffen und dem Gift erlegen. Wir wissen, Drawgift sehr, sehr mächtig. Haben wir tatsächlich auch im Inventar. Eingeweihter Brebreka. Rebreka, der Name sagt mir was. Ah, der ist ja tot, also kann es eher nicht sein. Die sich nur mit ihrem Steinmetzhammer eine Drinne stellte, okay. Einer Drine? Okay, das sind also Todesberichte. Ey, jetzt ganz ehrlich, noch ein Kappe? Oh Gott, was finden wir denn hier alles? Das ist ja mega interessant. Hier gibt's, also gefühlt geht das, Looten für... Ach, das ist der Eingang, ne? Das ist der Eingang hier, den sie zum Ein... Nee. Hier ist einfach nur ein Stein. Boah, ey, dieses Minion macht mich alle. Todesanzeigen, ja, geil, geil. Geiler Spruch. wir haben ein kleines Problem. Wir müssen uns mal ein Stück zurückziehen. Ich habe Angst, dass der uns hier, These boots have seen everything. Gehen erst mal hier hin. Jetzt, Freunde, das sind 170 Hitpoints, ne? Keine Ahnung, wie wir das jetzt hier machen wollen.
Naja, nee, nee, so einfach. Ich glaube, die, die sind übel schnell. Mal gucken, was jetzt gleich passiert. Ich hab, wir haben gegen die noch nicht gekämpft. Das sind das erste Aufeinandertreffen. Mal gucken. Und Jimmy, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Liebe geht raus. Dankeschön. Hoffe, dir geht's gut. Wir könnten einen Schuss probieren. Ich würde hier aber, wenn, dann einen einfachen Schuss probieren. Sind im Nachteil. Das bringt gar nichts. Wir tragen die Waffe auf. Wir nehmen das Vivan-Gift jetzt mal tatsächlich. Jetzt ist es soweit. Erstmal kennenlernen. Richtig. Also rot leuchten ist einfach schon noch nicht gut. Okay, er spurtet. Boah, die sehen so episch aus, Mann. Rot, Beharrlichkeit. Scheitert einer deiner Angriffe, bewirkst du dennoch 4 Wuchtschaden. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, muskulös. Diese Kreatur ist sehr stark. Sie ist bei Attributs und Rettungswürfen auf Athletik im Vorteil. Stärke 18. Jetzt passt auf. Jetzt habe ich folgende Idee. Machst gar keinen Schaden. Sondern wirst ihn schwächen. So, dass er bloß noch die Hälfte des Schadens macht. Aber jetzt dürfte er bei 9 sein. Naja, es bezieht sich wirklich nur auf die Dings. Okay. Charaktere sind Level 4, ja. Können wir eigentlich irgendwo einsehen, wie viel Erfahrungspunkte wir haben, Freunde? Ach, hier sieht man es ja. Ah, es fehlt noch übelst viel, ne, bis wir in die nächste Stufe kommen. Also das wird jetzt nicht so schnell gehen. Du sollst dich wieder verstecken. Okay, diesmal hat es nicht geklappt. Ziehen uns hier rüber. Wir müssen jetzt mit dem fällenden Angriff rangehen. 6 bis 18. Geil. Nahkampfangriffe gegen Linienkreatur sind im Vorteil, wenn man innerhalb von 300 Kreatur ausgeführt werden. Eine Linienkreatur muss immer übrigens einsetzen, um aufrecht zu stehen. So, passt auf. Da er liegt, werden wir das jetzt einsetzen, den Tatendrang. Das macht jetzt am meisten Sinn, Freunde. Wir sind im Vorteil. Nummer 1 ist down. Aber der zweite wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ah, der konnte zumindest keinen Schaden machen, das ist schon mal wichtig. Wir haben vielleicht einen Schuss noch, bevor er da ist. Also wir haben wirklich krass Schaden gemacht, ne? Also das muss man schon sagen, das ist ziemlich geil. Ja, was könnten die empfindlich sein? Haben die Empfindlichkeiten? Sehen wir das irgendwie? Er hat keine Resistenzen.
Dann würde ich es tatsächlich mit dem Säurefall probieren, Freunde. Also wir können regulär so angreifen, 8 bis 25. Wir können aber auch einen Säurefall nehmen. Was macht denn eigentlich das rücksichtslose Gebrüll? Diese Kreatur ist bei Angriffswürfen im Vorteil, aber ihre Angreifer sind bei Angriffswürfen gegen sie ebenfalls im Vorteil. Okay, also es ist halt quasi so ein Berserker-Modus. Das sieht man dem ja quasi auch so ein Stück weit an. Na gut. Den schick mal vor, damit er sich auf ihn konzentriert. Schwächestrahl wäre gut, wenn wir den wieder einsetzen können. Ja, sehr geil. Also tatsächlich, das, also hier macht sich gerade der Schwächestrahl wirklich bezahlt, Freunde. Das ist richtig gut, dass wir den haben. Kannst du eigentlich hier stehen bleiben? Du kannst einmal normal schießen. Aber warte mal. Ach, jetzt habe ich da beendet. Wir hätten auch schießen können mit Schattenherz. Scheiße, die Waffe haben wir nicht ausgetauscht. Ja, danke. Oh. Dankeschön. Ja, Mann, habe ich nicht dran gedacht. So, jetzt sind wir ja hier im Vorteil wegen Nahkampfangriff, weil er liegt. Wir kriegen ihn in der Runde aber nicht down. Glaube ich zumindest. Wir gehen mal hier ran. Reckenrack, einen wunderschönen guten Tag. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Alter! Oh. Er steht auf, klatscht einmal kurz um sich. Alle sind tot. Okay, das ist jetzt eine spezielle Gesprächsoption für Sie. Control your thoughts. It seems I'm not the only one listening. Also davon jetzt noch ein paar mehr, das. Aha.
Also okay, die sind machbar. Also er hat jetzt gesagt, es kommen mehr, es kommen mehr. Und dann sagt er, ihr kommt, ne? Naja. Ah, das finde ich immer nicht so geil, dass die Säure nicht mehr weggeht, ne? Nachtlichtwedel. Ah, wir müssen noch die Waffe austauschen. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. So. Ja, Waffe tauschen. Dankeschön. Lodi. Vielen, vielen Dank. Genau, Waffe tauschen. Dann müssen wir hier das wieder tauschen, damit er mehr Fernkampfschaden macht. Wir geben ihr jetzt mal das hier noch. So. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt gerade noch so ein Wedel gefunden. Aber ich glaube, das war der Alchemistenbeutel, ne? Genau, Nachtlichtwedel. Kombiniere drei davon mit einer Essenz zu extrahieren. Herzlichtbombe. Okay. Der meint bestimmt noch 5 Minus. Ja, und der Boss dazu, genau. Der Obermino. Das ist so geil gemacht hier, ne? Das hat so ein bisschen was von Alice im Wunderland oder sowas irgendwie. Also ich... Crazy. Und überall sind so kleine... Eine Pike? Eine Schaufel? Pack mal ein. Verfaulter Pilz. Was ich halt jetzt hier gerade so wahrnehme, oder zumindest kommt es mir nur so vor, ich bin mir nicht sicher. In diesem Bereich sind extrem viele alchemistische Zutaten. Oh, ey, jetzt, ich erschrecke mich hier wegen jedem Mist jetzt hier, ne? Man kann die an- und ausschalten. Leuchtknolle. Es ist die Frage, kann man sie einsammeln? Nee. Ja, Alice im Wunderland. Nur mit Draw, Träger und Unterweltmonster. Ja, genau das gleiche. Dankeschön. How delicious. How delicious. Entschärfen. Das ist tatsächlich alles nicht so schwer, ne? 8, 9. Wir müssen halt nur eine 2 würfeln. 3. Langt. Langt. Mega. Okay. Never a dull moment. There's a trap. Ist gerade der Aufgang hier weggegangen? Ja, wir hätten eigentlich brauchen wir einen Charakter, der Weisheit 18 hat, damit man das hier alles entdeckt. Ja, das ist. Ah, nee, die Dinge sind noch da. Wir werden jetzt hier aber einfach mal einen Heiltrank schlürfen. So. Nee, die Leiter ist weg. Oh nee. Ah, da müssen wir bestimmt von der anderen Seite ran. Na gut. Can't slow down. Ach so. Danke. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Du hast recht. Ja. Ja, danke schön. Das ist ein guter Hinweis. Ja, schade drum, hätten wir das nicht gemacht. Das geht von beiden Seiten, sehe ich sogar. Ah ja.
Dankeschön. Und Piquela, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Also irgendwie wirkt das ganze Konstrukt hier nicht mehr als so stabil, wenn ich ehrlich bin. So, das sind hier so die Einlasshäuschen, so wie es aussieht. Rustikale Truhe. Es ist ein altes Lagerhaus. Ich frage mich jetzt gerade, wie ein Lagerhaus hierher kommt, wer das hier gebaut hat. Und warum? Hä? Was? Von was redest du? Also Lagervorräte müssen wir uns echt keinen Kopf machen, ne? Boah, hier nochmal drei Kettchen. Aber was er jetzt gerade mit diesen Söldnern meinte, das habe ich jetzt gerade nicht kapiert. Wartet mal ganz kurz. Die Zentarim, Söldner und Halsabschneider, aber nützlich, wenn man sie sich leisten kann. Sehen wir hier, habe ich irgendwas übersehen, dass er diesen Spruch gebracht hat? Ach, wegen dem Logo. Ah, dankeschön. Das könnte sein. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Ja, ja, ja. Öl der Präzision. Einfaches Gift. Her damit. Und dann brauchen wir wieder einmal Astarion. Der kann die rustikale Truhe öffnen. Schloss knacken. Eine 10. Das sollten wir schaffen. Wir müssen ja eben mindestens so eine 2 würfeln. Passt. Ja, hier waren so Symbole, ne? Das passt schon. Also daran kannst du gelesen haben. Das wird einfach nur mal ein Hinweis drauf gewesen sein, dass dieses Symbol mit diesen drei... Ja, was ist das? Eine... Ja, ein fliegender... Irgendwas. Sowas wie eine kleine Seeschlange oder sowas. So eine mystische. Silberbahn, Bronzebahn. Also die sind definitiv noch für irgendwas. Wir geben das Schattenherz. Schattenherz lagert das Edelmetall. Ah, das geht ans Lager. Krass, ey, hier sind übelst viele Edelsachen so halt, ne? So. Es ist halt alles nicht viel wert, aber halt, es wiegt kaum was. Es wiegt kaum was, das ist ganz gut. Und dafür hat es dann allerdings einen relativ hohen Wert für das Gewicht, ne? Und wir haben noch nicht mal den Handschuh an, Freunde. Wir könnten eigentlich noch einen Punkt mehr rausholen. Wenn es mal wieder länger dauert oder enger wird. So. Naja, obwohl. Die Sachen sind schon ein bisschen was wert. Ah, das geht so auch. Alles klar. Dankeschön. Das ist nochmal tatsächlich nochmal eine richtig schöne Erweiterung, Gettelgun. Dankeschön für den Hinweis. Und Aishava, kann man eigentlich den Hund mitnehmen? Welchen Hund? Ich habe noch keinen Hund gefunden, aber du kannst sehr viele Begleiter haben. Und ich bin mir sicher, dass es einen Hund gibt, weil ich habe schon davon gesehen, also im Spiel schon mitgekriegt, dass es definitiv eine Katze gibt. Also gehe ich davon aus, dass es ein Hund nicht weit weg sein kann. Also wenn du einen findest, dann musst du den am besten, also generell mit Tieren. Du kannst wahrscheinlich viele Tiere haben. Mit Tieren sprechen ist dein bester Freund. So viel dazu. Also das kannst du tatsächlich extensiv nutzen. Da hält dich keiner von ab. Und so findest du auf jeden Fall raus, was du mitnehmen kannst und was nicht. Oh, hier ist doch bestimmt eine Falle drin, oder? Es ist ein Witz.
Das gleiche hatten wir gestern schon zweimal. Es ist fast nicht möglich, zweimal hintereinander eine 1 zu würfeln. Außer man bewegt den Würfel nicht. Ja? Meine Güte. Glaubst du doch nicht. Das glaubst du doch selber nicht. Mit Toten sprechen, falsch. War zum Glück nicht so schlimm. Außer man heißt Red oder Ranger. Hey! Ist aber okay, ja, stimmt ja am Ende. Es stimmt ja am Ende. Ist das hier ein Aufzug? Ach, krass. Ah, hier ist noch eine Truhe. Ey, hier ist so viel Loot. Mir wird schon langsam schlecht vom Loot, ne? Da muss er halt ja sich echt zusammenreißen, nicht einfach zu sagen, man lässt den Plunder einfach liegen. Brüder Eik, schön, dass du da bist. So, wartet. Es geht sofort los. Es geht sofort los. Ja, okay. Ein paar Fiolen ist okay. Braucht man nicht. Achso, das können wir ja einfach nehmen. Da sind wir mit richtigem Charakter. Ins Lager senden. So, Freunde. Jetzt ist natürlich ganz komisch. Also ich weiß nicht, wie es euch damit... Achso, man kann hier... Okay, man kann den noch nicht benutzen. Hier noch irgendwo ein Hebel? Nee. Ah, okay. Dann bin ich beruhigt, weil tatsächlich muss ich nämlich sagen, es gibt in Rollenspielen für mich kaum etwas Schlimmeres, als dass, wenn man irgendwo hingeht und es gibt so viele Wege wie jetzt hier und dann findet man schon wieder den nächsten Weg, der einen auf die nächste Ebene bringt, gibt für mich fast nichts Schlimmeres. Das ist für mich immer mit ganz viel Graus verbunden, weil ich immer denke, ich verpasse was. Wir sind wieder unten. Das heißt, wir sind wieder in der Nähe unserer Geliebten. Ja, unserer geliebten Minitauren. Okay, wir können hier runtergehen. Wollen wir das? Wir gucken erstmal noch hier oben lang. Genau, wir gehen erstmal hier lang. Wir können das Zeug ja jetzt hier überall einsammeln. Das Gute ist, wenn wir das einsammeln, dann wissen wir, dass wir da schon gewesen sind. Erstmal. Broken Bones. Krass. Man muss dafür immer eine Naturprobe bestehen, damit man das bekommen kann. Interessant. Schade, das wird die Ausbeute ein wenig schmälern. Bei mir gibt es Käsenudeln. Oh, was ähnliches habe ich heute auch geplant, Lego Shipper. Bei mir gibt es heute tatsächlich Nudeln mit einer Pancetta-Sahnesoße, weil ich tatsächlich, ich habe jetzt die letzten Male immer wieder eine Carbonara gemacht, so eine Originale halt, so mit Eigelb und so. Und die ist mir tatsächlich zu schwer, deswegen mache ich heute so Pancetta mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Gemüse so ein bisschen rein. Und dann Parmesan drüber und Sahne. Hier ist eine Truhe. Okay, also das bedeutet, ja, das ist ja, es sind ja nicht die Kisten, es sind die Pilze, die das, glaube ich, in regelmäßigem Abstand ausstoßen. Ich glaube tatsächlich, sind die Pilze, die das in regelmäßigen Abständen ausstoßen, wenn man zu nah rankommt oder so. Erstmal randalieren. Richtig. Svenja, schön, dass du da bist. Liebe geht raus, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut, meine Liebe. Oder wie hast du den Tag bisher beschritten? Du hast mir schon ein wenig gefehlt. Well,
Ein Glaspokal, na, wenn der mal nicht kaputt geht. Dieser Wimmelpilz, den können wir mal einsammeln. Oh Gott, Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde, allein hier tatsächlich die... Was passiert denn hier? Ist dort eine... Oh Gott, was... Wartet mal. Ist an diesem... Freunde, ist an diesem Schädel... Ist da einfach nur eine Kerze davor? Ja. Da ist einfach nur eine Kerze davor. Sprühende Farben, Gold. Nehmen wir mit. Ach du Scheiße, Alter. Hier sehe ich sofort, was los ist, Freunde. Das, auf die Falle lasse ich mich nicht ein. Das sind doch hier Fackelstelzen. Das sind doch aber solche Scheißpilze, die explodieren, oder? Big Brain. Das habe ich sofort erkannt. Die Frage ist, hätten wir das vielleicht noch nutzen können, weil... Also lass mich raten, wir gehen durch und... Wir gehen durch und 5 Minitauren kommen oder so. Irgend sowas in der Richtung ist es doch, oder? Okay, ein toter Dürger. Dürger, das waren diese Dunkelzwerge, ne? Leichte Armbrust, das bekommt Lacelle. Es geht ins Lager und den Rest nehmen wir mit. Eine Mykonide. Aha. Aha. Also komplett neue Wesen. Interessant. So, wir nehmen die Dinger hier natürlich mit, so oft wir können, ne? Sehr schön. Ey, okay, hier wurde heftig gekippt. Boah, ist das spannend, Alter. Ich habe halt komplett... Also mein Problem ist jetzt gerade hier an der Stelle... Ich habe ein Problem mit diesem Bereich. Ich bin komplett überfordert mit der Größe. Weil wir, also alleine, was wir erst noch gesehen haben... Toast mit Avocado klingt lecker. Sehr geil. Ist doch super. Ja, Taschkogan, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Schön, dass du hier bist. Und mit jedem Schritt, den man tut, wird es größer. Genau. Also hier gab es auf jeden Fall einen heftigen Fight. Hier ist eine Art Friedhof oder irgendwie so. Ja, so. Geborsten oder irgendwie. Wisst ihr was von einem Schiffsfriedhof, wenn hier Wasser wäre? Hingerichteter Tiefengnom. Kurzschwert des ersten Blutes. Brecht die Ungebrochenen. Bewirkt zusätzlich 1 bis 8 Stichschaden bei Zielen, die noch alle Trefferpunkte haben. Okay. Das ist vielleicht was für Astarion? Kommt mit in die Rümpelkammer. Okay. Die Geräusche. Hier hinten ist Schluss. Wir gucken uns nochmal ganz kurz das Schwert an. 4 bis 16. Ist schon wesentlich besser, ne?
Jetzt ist natürlich die Frage, dieser 1 bis 8, das wird halt... 5 bis 10 ist normal. Also der Maximalschaden ist halt hier höher. Weil dieses zusatzbedingt ist natürlich halt nur beim ersten Angriff, ne, auf dem Ziel. Das ist halt das Problem. Ja, wir können das schon mal trotzdem nehmen. Das ist okay. Das wird uns schon in gewissen Situationen helfen. Okay, hier oben geht's weiter. Ach du Scheiße. Hier wäre es auch weitergegangen, oder was? Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Es ist kein gutes Zeichen, wenn alle die Wahrnehmung verkacken. What? Gek! Got someone sneaking up on us! Wo kommst denn du her? wir sind auf der Suche nach Nachtlied tatsächlich, nach dem Artefakt, welches wir unterhalb der, des Goblin-Außenpostens vermuten. Und da sind wir jetzt reingelaufen und beschwichtigend die Hände hochhalten. Ja, wir machen es mal. Wer bist du? Too loud, Sunscum. Heard you stumbling. Can hear you blinking. Das ist ein Zwerg, ne? Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His fist grips an axe. On his gnarled gray skin, you see the absolute spot. Aha! Wir versuchen erstmal das Motiv zu erkennen. Get rid of this one, the sooner I can get back to doing the absolute's work. Okay. Also jetzt ganz ehrlich, die Axt hat's mir angetan. Er ist natürlich einer der Absoluten. Das bestimmt ihr. Das sind so viele Entscheidungen. Also es gibt jetzt viele Möglichkeiten, Freunde, wo wir einfach sagen könnten, gib nach. Ja, ich vermute, dass er tatsächlich, wenn er erfährt, dass wir auch zu den Absoluten gehören, dass er nachgibt. Aber ich kann es nicht wirklich... es gibt halt viele Möglichkeiten. Man kann ihn auch angreifen, aber das macht halt wahrscheinlich wieder wenig Sinn. Ja, dann können wir ihn auch bestehlen. Ah, ihr entscheidet euch schon sehr, sehr deutlich. Ich sehe das schon. Gebrandmarkter. Ihm dein Mal zeigen. Ja, vielleicht kriegen wir ihn ja sogar in die Gruppe. Noch so ein Zwerg. Who knows, ne? Ah, sehr, sehr, sehr deutlich, Freunde. Das ist sehr, sehr deutlich. Those aren't just anyone now, are they? Oh, every army needs grunts to run in and die first. Even the absolutes. But spoil my hunt, and you're dead. Alleine dafür würde ich ihn am liebsten hinrichten. Alleine dafür würde ich ihm am liebsten ein Pfeil in den Kopf jagen. Wie ist das Gelände voraus denn so? Könnt ihr was erzählen? Yeah. You really are in the wrong place, Sun Scum. Try this for useful. Falling down a deep, dark hole is the kindest death you'll find in the Underdark. Was macht ihr hier? Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. While the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. Ja,
Help? You don't even know what you'd be up against. Slaves got ourselves some protection. Hiding up there in a Myconid circle. Mykoniten, die haben wir erst gerade davor gesehen. Slaves got ourselves some protection. Hiding up there in a Myconid circle. Can't get past those rot flowers. They get in your head, make you see things. Half my squad jumped off a cliff, laughing. I'll wait here. Oh Gott, hätte uns das auch erst gerade passieren können? Oh Gott. Ich arbeite nicht umsonst. You're either brave or stupid to be worried about your purse in these parts. Get those boots. Ich denk an deine Axt, Kumpel. Then we can talk rewards. Dann nichts anderes. Wer ist dieser Kommandanten Twin? She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the Absolute. Es hat doch was mit Booten zu tun. Deep Gnome Slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. Okay. Es hat tatsächlich was mit Booten zu tun, ne? Mit ihm haben wir gesprochen. Okay. Auf der anderen Seite. Hingerichteter Tiefengnom. Oh mein Gott. Ist das ein Drachenskelett? Oder irgendein Seeungeheuer? Okay. Crazy. Also wir unterstützen ihn mal. Schauen uns jetzt erstmal hier um, damit wir ein bisschen was abarbeiten können. Was? Ilemata liebt alle Märtyrer, die für ihr Leben geben. Der kranken und leidenden Führer schenkt diesen Helden den Segen. Jergal überließ seinen Knochenthron, der einst einem anderen. Bewacht die Toten für Kelevor nun, auf dass ihre Seelen nicht wandern. Kelevor als Herr der Toten bekannt, ist bei dir, wenn du stirbst, nimm deine Seele an die Hand, dass du im Tod dich nicht verirrst. Ich habe noch wieder tot gelesen und dachte schon, wir kriegen hier den nächsten Necrom. Zwei Schaufeln, die nehmen wir mit. Da ist ein Loch, Freunde. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Also man kann hier wahrscheinlich runter... Achso, man kann hier runterlaufen. Okay, also er hat gesagt, dass hier wartet Kommandantin Twin auf. That's curious. Gut, dass wir gerade zwei Schaufeln gefunden haben. Ah, Achievement. Okay, die Pfeile nehmen wir mit. Die kriegt Astarion. Die Fackeln können tatsächlich hier bleiben. Lazulit. Den sammeln wir mal noch ein. Der sollte ja nichts wiegen, ne? Der ist ja nicht nur so groß, wie wir es sind. Das sollte passen. Habt ihr den gehört, den neuen... Habt ihr das gehört, den Steam-Sound? Ah, den hört man. Alles klar. Okay, also hier wird das Boot anlegen, wenn wir die Stiefel bringen. Okay. Okay, das ist der andere Weg, der dahin führt. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier oben ist halt noch ein... Noch ein Loch. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Oh.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir danach nur noch eine Hand haben. Dafür will ich eigentlich keine Inspiration ausgeben. But whether by tools or claws, you cannot say.